Hallo, liebe Freunde, jetzt geht's weiter. Die Vorgeschichte hatte ich ja erzählt zu unserer Geschichte, die wir eigentlich erzählen wollen, nämlich Julius Caesar und das Ende der Römischen Republik. Wie eingangs erwähnt, das Fest hier in meiner Wohnung ist in vollem Gange, also wenn ihr im Hintergrund Stimmen hört, ich hoffe, es stört euch nicht, es ist leider unumgänglich. Wir fangen also an damit, dass Cornelius Sulla zum Diktator von Rom gewählt wurde oder ernannt wurde und tatsächlich überraschenderweise und seltsamerweise alle seine Befugnisse zurückgegeben hat und die Republik wieder in voller Funktionsfähigkeit weiter arbeitete. Nun zu Julius Caesar. Gaius Julius Caesar ist 100 vor Christus geboren. Ich habe hier mal ein Bild einer Statue oder eine Büste für euch ausgedruckt, die, glaube ich, im Alten Museum in Berlin steht und Julius Caesar zeigt. Dieser Julius Caesar, um den es jetzt eigentlich folgend hauptsächlich geht, ist wie gesagt 100 vor Christus als geboren worden, aus dem Haus der Julier. Er war also Patrizier, also dem Adel zugehörig und damit senatsfähig und wurde, es gibt wenig Geschichten über seine Kindheit, Kinder waren im alten Rom, wo sozusagen das Ideal der Härte und der Durchsetzungsfähigkeit herrschte, Kinder waren eigentlich von kaum einer Relevanz, sicherlich durch auch die hohe Kindersterblichkeit, man wartete sozusagen erst ab, wie sie sich, ob sie überlebten, wie sie sich entwickelten. Und insofern unsere heutige Zuwendung zu Kindern und die Wahrnehmung als eigenständige Persönlichkeiten war damals wenig ausgeprägt, wenn allenfalls dann höchstens als kleine Erwachsene. Also insofern gibt es wenig Geschichten über die Kindheit Julius Caesar. Jedenfalls als junger Mann ging er in den Osten des Bereichs, den Rom beherrschte zu der damaligen Zeit. Der Osten, das meint die heutige Türkei, Kleinasien. Ich will hier mal, ich habe die Landkarte mal aufgezeichnet von Europa, damit wir wissen, wo wir uns befinden. Also ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann. Hier oben sind die britischen Inseln, noch ein kleiner Ausläufer davon. Heutzutage wäre London ungefähr hier. Hier haben wir der Zipfel von Dänemark, das wäre also Deutschland. Der Rhein würde dann sozusagen hier runterfließen, hier wären die Alpen. Köln wäre hier, Berlin wäre hier, München wäre hier unten. Paris wäre hier, das ist Frankreich. Hier unten der Zipfel Spanien. Hier ist Korsika und Sardinien. Und für alle, die jetzt völlig durcheinander sind, hier unten ist Malle. Also da wird vielleicht der eine oder andere schon mal gewesen sein. Rom findet sich ungefähr hier, also nagelt mich nicht fest, das ist jetzt nicht so richtig maßstabsgetreu, hier unten schließt sich noch in Sizilien an, das hatte ich vergessen. Und der Osten, das hier ist Griechenland, Athen liegt ungefähr hier, hier kommen die ganzen kleinen griechischen Inseln, hier ist Kreta, hier ist Zypern und hier ist sogenanntes Kleinasien, hier oben ist das Schwarze Meer, Bosporus, hier wäre Istanbul heutzutage. Und Rom hatte nun erobert im Lauf der Zeit, und wir hatten schon gesprochen über Karthago. Karthago liegt hier. Krieg mit Karthago, da haben sie also praktisch hier Nordafrika erobert. Sie hatten natürlich den gesamten Stiefel erobert, einschließlich Sizilien. Das war auch alles schon erobert und von den Karthagern übernommen. Sie hatten schon einen Großteil von Spanien erobert. Ganz Griechenland hatten sie erobert und ein Teil der Adria und einen kleinen Teil von Südfrankreich, einschließlich hier im Osten Kleinasien, wie es damals genannt wurde. Das ist, glaube ich, könnte man sagen, ich glaube, Edirne liegt hier in der Nähe als türkische Stadt, also die Küste der Türkei heute. So, als junger Mann war also Caesar, wir nehmen Caesar mal rot. Als junger Mann hat er sich hier unten rumgetrieben und da als Militärangehöriger gedient. Er kehrt 78 nach Rom zurück
und beginnt den sogenannten Cursus. Cursus bedeutet, ein junger Adeliger hatte um die Ehre zu kämpfen, sein ganzes Leben sozusagen der Ehre zu widmen und verschiedene Beamtenposten, die eben die Verfassung des Römischen Reiches vorhielt, auszufüllen. Es gab verschiedene Posten. Der höchste Posten war natürlich, hatte ich ja schon erwähnt, der Konsul, aber es gab zum Beispiel die Prokonsuln. Das waren Leute, die für den Konsul, Prokonsul, in die fernen, entlegenen Reichsteile gingen und dort Statthalter waren oder Kriege führten. Aber jedenfalls 78 vor Christus, wir sind also hier so ungefähr, 78 vor Christus, kehrt er aus dem Osten wieder zurück und ist in Rom und beginnt nun sein, wie soll ich sagen, seine Beamtenkarriere eigentlich. Und Caesar war sehr eingebildet und hochmütig. Sein Haus, die Julia, Julius Caesar, leitete sich ab oder behauptete, es stammt aus dem Trojanischen Krieg und hätte eine direkte Verbindungslinie zur Venus, also der Göttin der Liebe. Also diese ganzen Adligen im alten Rom waren fürchterliche, hochnäsige Typen und schreckliche Snobs. Und die Julia ganz besonders, die waren als besonders alter Adel eben besonders hochmütig. Dann gab es noch eine zweite Person, die beim Untergang eine Rolle spielt, und zwar ist es Crassus. Dazu habe ich auch ein Bild. Marcus Licinius Crassus hieß der. Das war nun der genaue Gegenteil von Caesar, nämlich Crassus war kein Mitglied einer alten römischen Familie, sondern so eine Art Emporkömmling, und zwar ein sehr reicher. Der hat zusammengerafft, was zusammenzuraffen ging, ein ungeheuer gieriger Mensch, der nicht genug Geld aufhäufen konnte und mit seinem vielen Geld, das er hatte, natürlich sich auch Macht einkaufte, denn jeder Senator war im Grunde im alten Rom bestechlich und jeder mit genug Geldmitteln konnte im alten Rom politische Anliegen jederzeit durchsetzen, indem er die Senatoren bestach. Man musste also gar nicht Angehöriger der adligen Oberschicht sein, um seine Interessen durchzusetzen. Und als dritten will ich nennen, der ist jetzt auch in der weiteren Geschichte sehr relevant, das ist Marcus Antonius Pompeius. Man sieht schon an seinem Bild, was das für ein Typ ist. Das ist ein erfolgreicher, junger Feldherr, der im weiteren Verlauf auch eine große Rolle spielt. Sein Typus ist nun wieder derjenige, eines, der sich gern im Glanz sonnt, der Ruhm haben will und beliebt sein will bei allen. Also der ungeheuer gespreizt und ruhmsüchtig und geltungssüchtig auftritt, und er in der Zeit war ein großer Feldherr. Was passiert nun im Weiteren, was zum Sturz der Römischen Republik führt? 73 vor Christus, also wir nähern uns jetzt natürlich immer mehr weiter der Nulllinie hier, 73 vor Christus, Spartakusaufstand, sagt vielleicht dem einen oder anderen was. In Süditalien gab es große Gladiatorenschulen und da ist Spartakus, ein Gladiator, ausgebrochen und hat einen Aufstand angezettelt, den die Römer nur mit äußerster Mühe niederschlagen konnten. Crassus und Pompeius haben sich verbündet und haben dann gemeinsam diesen Sklavenaufstand blutig niedergeschlagen. Es wurden dann zum Schluss von Pompeius auf der Straße nach Rom, glaube ich, 5000 Sklaven, die in der letzten Schlacht gefangen wurden, einfach gekreuzigt und im Abstand von 100 oder 150 Metern aufgestellt in Richtung dann Rom. Nun war natürlich die Frage, wie sichert man das Römische Reich, das ich jetzt hier dargestellt habe. Wir haben jetzt also hier drei Hauptpersonen, Caesar, Pompeius und Crassus. Und welcher dieser drei Personen mit den unterschiedlichen, wie soll ich sagen, Veranlagungen und Interessen wird im weiteren Verlauf die Macht ergreifen. Wichtig ist jetzt, und das ist vielleicht noch ein Thema, auf das dann später vielleicht näher einzugehen sein wird, wichtig ist, dass Rom natürlich mit seinen Gebieten ständig bedrängt wurde von verschiedenen Königen. Zum Beispiel einer war Mithridates von Pontus, der saß hier unterhalb des Schwarzen Meers. Ein toller Typ, also über den gibt es ganz, ganz viele Geschichten, spannende Geschichten zu erzählen. Und der sagte Rom den Kampf an. Und jetzt war die Frage, wen schickte man nun gegen Rom? Klar war,
Pompeius und Crassus, der Reiche und der Glanzvolle, den könnte man nach Rom schicken. Man schickte aber Lucius Lucullus. Den Namen erwähne ich eigentlich nur, weil es so lustig ist. Naja, lustig. Jedenfalls ist der überliefert worden, wenn wir heute zum Beispiel von kulinarischen Köstlichkeiten reden, also wenn etwas ganz besonders gut schmeckt, dann geht es auf diesen Lucullus zurück, der später in seinem Leben sich eigentlich nur noch gewidmet hat den Köstlichkeiten, den Speisen, dem vornehmen Leben bei Neapel. Dieser Lucius Lucullus, der war eigentlich ein aufrechter Mann, aber ziemlich schroff und aber unbestechlich. Also der wurde, naja, jetzt klappt das hier nicht so richtig, der wurde jedenfalls nach Osten geschickt, ans Schwarze Meer, um da Mithridates zu besiegen. Bis 68 vor Christus, also 6 Jahre lang, jagt er diesen Aufständischen kreuz und quer durch den gesamten Osten, die heutige Türkei, bis nach Syrien hinein, aber kriegt ihn nicht. Im Jahre 67 vor Christus jedenfalls hat der Senat genug und der schickt den Pompeius nach Osten. Pompeius erntet im Grunde genommen das, was Lucullus vorbereitet hat. Er drängt Mithridates zurück und erobert bei der Gelegenheit gleich noch ein bisschen vom heutigen Irak und von Syrien. Also man muss sich bei Pompeius merken, er ist der große Held des Ostens und erobert für Rom den Osten, die heutige Türkei, Teile des Iraks und Syrien. Und stiehlt letztlich damit Lucullus das Amt und jetzt kommt es letztlich, der Lucullus ist darüber so enttäuscht, dass er nach Rom zurückkehrt und sich in Neapel niederlässt. 3 Villen hat er sich gekauft mit seinem Reichtum und hat sich nur noch hingegeben den Freuden des Essens und des Trinkens. Deswegen auch heute eben der Begriff kulinarische Köstlichkeiten und ähnliches. Gut, Pompeius also erobert Syrien und der Mithridates, am Ende wird er von seinem eigenen Sohn verraten und begeht Selbstmord. Also er wird eigentlich nie gefasst von den Römern und wird nur durch Verrat sozusagen zur Strecke gebracht. Wichtig ist vielleicht, nein, wichtig nicht, aber als kleines Schmankerl, der Lucullus, dem verdanken wir unsere Kirschbäume. Aus dem Osten hat der Lucullus, als er sich zurückgezogen hat in seine Villen in Neapel, hat die Kirschbäume mitgebracht und seitdem haben wir im westlichen Teil von Europa die Kirschbäume und die Kirschzucht. Gut, was ist nun natürlich die Frage? Pompeius trug im Osten rum, bringt Ruhm und Ehre und Glanz und unterjocht ein kleines Königtum nach dem anderen in der heutigen Türkei. Was macht eigentlich Caesar? Caesar ist ständig pleite. Caesar ist ein Dandy. Caesar wird nachgesagt, er sei jedes Weibs Mann und jedes Mannes Weib. Ihm wird nachgesagt, dass er im Osten, als er noch im Osten war, Affären hatte mit kleinen Königen. Und ihm wird nachgesagt, dass er im Grunde genommen hinter jedem Frauenrock in Rom her war, der nicht schnell genug auf den Bäumen war. Caesar ist so pleite, dass er sagt, ich muss jetzt alles auf eine Karte setzen und er bewirbt sich für das Amt des Pontifex Maximus. Wir haben von dieser Zeit her so auch den Begriff für den Papst als Pontifex Maximus. Das ist auch ein überkommener Begriff aus dem Römischen Reich. Jedenfalls Julius Caesar fängt an in Rom für die Wahlen zu den Beamtenposten umfangreiche Bestechungsgelder auszugeben, seine letzten Reserven bringt er auf und setzt alles auf eine Karte und tatsächlich wird er zum obersten Priester, Pontifex Maximus, gewählt. So, was passiert jetzt aber? Im Osten haben wir Pompeius, hier ist Caesar in Rom, Crassus geht seinen Geldgeschäften nach. Was wird jetzt also passieren mit Rom, wenn Pompeius mit vielen Legionen ausgestattet, mit ungeheurem Reichtum aus seinen Plündereien zurück nach Rom kommt? Was wird da passieren, stellt sich ganz Rom die Frage.
Crassus, beide haben natürlich jetzt Angst vor Pompeius. Die drei sind jetzt sozusagen die starken Männer in Rom, aber der dritte Mann kündigt sein Kommen an. Pompeius kriegt einen Triumphzug, das kennt man aus den Filmen, wenn der Streitwagen mit dem Herrscher oder mit dem Konsul durch Rom fährt und Blumengirlanden werden ihm gewunden und das Volk jubelt ihm zu. Wegen seiner Siege im Osten kriegt er einen Triumphzug und kehrt zurück nach Rom. Und er will natürlich jetzt seine Veteranen, tausende von Soldaten folgen ihm aus dem Zug nach Osten. Und für diese Veteranen will er natürlich jetzt nun Land haben, damit er die ansiedeln kann, als, wie soll ich sagen, seine treuen Klienten, seine treuen Anhänger, die er dann in Italien um sich scharen kann. Der Senat, dem die Angst haben, dass Pompeius zu mächtig wird, lehnt es ab und sagt, die Veteranen werden hier nicht angesiedelt, das ist ein zu großer Machtballon auf italienischem Raum, wenn hier die ehemaligen Soldaten von Pompeius alle in der Nähe von Rom auf Bauernhöfen sitzen. Allerdings ist inzwischen zeitlich Caesar Konsul geworden, einer der zwei Konsuln, und Caesar überstimmt sozusagen den Senat und sagt, Pompeius darf seinen Veteranen einbringen. Der Senat lehnt immer noch ab und jetzt geschieht schon die zweite Ungeheuerlichkeit. Caesar als Angehöriger der Senatorenkaste, als Adliger, wendet sich an das Volk, und zwar an den Volkstribun, und bittet das Volk, ein Gesetz einzubringen, dass Pompeius seine Sklaven ansiedeln darf. Es ist hier also schon ein Bündnis zwischen Pompeius und Julius Caesar zeichnet sich ab. Nun Crassus, von dem wir gesagt haben, er ist zwar ein mächtiger Mann, ein reicher Mann, aber eben kein Adliger, kein Senator, schließt sich diesem Vorschlag von Caesar an, und somit ist die Brücke geschlossen zwischen dem Senat, zwischen den Adligen und dem Volk in der Person jeweils von Crassus und Julius Caesar, so dass Pompeius nun mit Unterstützung des Volkes, repräsentiert durch Crassus, sein Anliegen durchsetzen kann und die Veteranen ansiedeln kann. Und das nennt man, weil sich diese drei Personen mit völlig unterschiedlichem Hintergrund vereinigt haben, zu einem gemeinsamen Zweck der Machtmehrung, dies nennt man Triumvirat. Das ist vielleicht ein Begriff, den man sich merken sollte. Trium 3 und Virat von Viri, von Männer, drei Männer, drei Männerherrschaft. Diese drei Männerherrschaft findet sich später auch noch in der Französischen Revolution, wird ein Triumvirat gebildet. Also dieses Vorbild, drei verschiedene Interessen vereinigen sich, um die Macht zu erlangen, ist mit diesem Begriff verbunden. Und damit ist schon ein Schwerpunkt gesetzt, an dem die Römische Republik dann später untergehen wird, nämlich mächtige Männer mit Armeen und Geld, die Verfassungsmechanismen aushebeln und zum Beispiel den Gegensatz von Senat und Volk, die sich gegenseitig aufheben in ihrer Macht, aushebeln und sich verbünden zu einem gemeinsamen Zweck, der dann, wie gesagt, die Institution, die Einrichtung der Verfassung untergräbt. Damit machen wir jetzt erstmal Schluss für einen Schnitt und kommen dann zum Ende.